Jo, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown hier auf meinem Kanal. Ja, diese Runde sind wir hier im Duo unterwegs. Und ja, ich habe hier einen kleinen Partner an meiner Seite. Ich habe aber auch schon gesehen, er ist auf jeden Fall unerfahren noch, also komplett unerfahren, was das Level betrifft. Ich habe im Übrigen privat mal gespielt. Ich bin jetzt mit der Figur, die ich hier habe, Level 25. Ich hatte ja schon mal erwähnt, es gibt unterschiedliche Figuren, die man alle hier leveln kann. Und zwar hatte ich das Spiel nämlich gestern mal privat gespielt, zusammen mit meinem Bruder. Mit dem kommt aber heute zusammen kein Livestream. Das hat den Grund, dass heute am Aufnahmetag Donnerstag ist und an dem Tag kommt heute auch die neue Fortnite-Saison raus und die werde ich nämlich mit ihm streamen. Und das Problem ist, mein Unerfahrener weiß bestimmt noch nicht, was er machen muss, so richtig. Bei was für Gegnern und so. Also ich sag mal so, mittlerweile habe ich mehr Erfahrung gesammelt. Mist, mein Freund hat er entdeckt. Hätten wir. Gut, gut, gut. Kollege, wir müssen weiter. Ich hoffe, er folgt mir so ein bisschen. Mir fällt es auf jeden Fall so auf, dass er mir bis jetzt so ein bisschen folgt. Okay, ja. Lass uns weiter hier machen. Schnell. Rennen, 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 rennen. Bis hier geht's ihm. Komm schon, komm mit! Ah, ich weiß nicht, ob er mit mir mitkommt. Okay, wir probieren mal so ein bisschen allein uns hier durchzuschlagen, mehr oder weniger. Okay, er schießt auch noch andere Spieler. Wir sind mal leise und gehen hier rein. So, schnell hier hoch, Leute. Wir sind oben. Hier geht's kurz runter. So, das Ding nehmen wir mal. Komm schon. Das andere auch noch. So. Zack. Gut. Na, Mist, der andere feuert zu viel. Naja, das spielt auf jeden Fall viel zu offen. Das ist auch schon mal direkt ein Tipp an alle Anfänger. Macht es nicht so wie er, spielt eher ein bisschen leise, ein bisschen defensiv. Eher so ein bisschen mehr spielen. Selber habe ich zwar auch noch nicht ganz, ganz viel Erfahrung, aber ja, ich habe halt schon mal am vergangenen Tag privat gespielt und habe auch schon mit meinem Bruder eine Jagd abgeschlossen, sind auch abgehauen und so. Also wir hatten da so diese Spinne gejagt. Einmal in der Mission, hatten auch ein anderes Team noch da besiegt und so. Also ja, was das betrifft, habe ich jetzt schon Erfahrung damit gemacht, deswegen ja. Wer sowas noch gar nicht geschafft hat, deswegen so ein kleiner Tipp, auf jeden Fall unbemerkt sein. Und ja, auf jeden Fall auch nicht auf jeden Gegner feuern, ja, das ist nicht schlau, das ist wirklich nicht schlau. Auf jeden Fall mehr oder weniger ein bisschen im Kopf lernen, was für ein Gegner was so kann. Dieser brennende. Also mit dem würde ich das gar nicht probieren, mich anzulegen. Auf jeden Fall. Mit dem habe ich nämlich schmerzliche Erfahrungen gemacht. So viel will ich nur noch dazu sagen.
den wir nämlich vorhin gesehen haben. Und ja, ansonsten habe ich auch noch einen anderen Tipp. Ja, und zwar nutzt auf jeden Fall für diese Gegner dieser Bienenschwärme. Also wenn ihr das Spiel jetzt schon mal eine Runde oder so gespielt habt, werdet ihr wahrscheinlich wissen, welche Gegner ich meine. Diesen Gegner, der solche Bienenschwärme so auf euch locken kann. Nutzt für diese Bienenschwärme auf jeden Fall ein Messer, falls eure Figur eins hat. Ansonsten, falls ihr keins habt, holt euch eins im Hauptmenü. Da könnt ihr euch eins kaufen. Und damit dann diese Schwärme davon erledigen. Und ansonsten auch so normale Zombies auch mit Nahkampfwaffen erledigen. Ist leise, spart Munition. Und ja, mehr braucht man glaube ich gar nicht dazu zu sagen. Falls jemand dieses Video sieht, der selber noch ein paar Tipps geben kann. Ja, einfach rein in die Kommentare damit. Ja, aber mein Teampartner, den ich hier an meiner Seite habe, mit dem würde ich glaube ich jetzt bestimmt das nicht schaffen. Das sehe ich jetzt schon. Alleine zwar wahrscheinlich auch nicht, ja. Aber ich will mal noch ein bisschen unterwegs sein. Das Ding ist halt, ich bin halt leider nicht immer zu zweit. Ja. Das Spiel ist halt persönlich für mich halt einfach nur so ein Spiel, ja. Wo ich halt eigentlich mehr oder weniger meistens einen Partner brauche. Ja, also Handschauen ist meiner Meinung nach so ein Spiel, ja, am besten hast du halt wirklich einen Partner immer dafür. So, den erledigen wir mit Hammer. Gut, hier haben wir noch einen Hinweis. So, wir haben alle Hinweise. Wir wissen jetzt, wo der Schlechter ist. Also der Bossgegner. Ja, wäre schön, wenn wir das vielleicht diese Runde abschließen würden, ja. Ich weiß halt nicht, ob der fremde Mitspieler hier, mit dem ich im Team bin, ob der eventuell gleich zu mir kommt. Ja, auf jeden Fall bewegt er sich halt mit zu mir, aber das Ding ist halt... ja, hilft er mir dann auch bei dem Bossgegner? Weil ich habe das Gefühl, eventuell rennt er einfach nur rein bei dem Bossgegner und wird dann dort von dem vernichtet. Okay, ja, und die Bienen kommen. Ich habe aber jetzt gerade leider nicht mehr die Zeit, Messer auszupacken. Was Ziel töten? Ich bin bei Bossgegner drinne. Oder? Ja, hier ist der Bossgegner drin. Ne? Naja, das Ding ist andere Spieler. Das ist bestimmt das Problem. Ich würde gerne erstmal eine höher gelegene Position oder so finden. Ja, hallo. Ja, Mist. Er hat's mich erlegt. Mir war es leider so klar, dass es das einfach nur schief gehen wird hier. Jetzt müsste der andere mich halt retten. Mein Partner. Ja, mal sehen. Wir schauen ihm mal noch zu. Das Problem ist halt wirklich, dass ich halt alleine leider unterwegs bin. Und wenn du halt mit Randoms spielst... Ja, du weißt halt nicht, wie er spielt, ob er schon Erfahrung hat. Bisschen wäre es halt schön, wenn es wenigstens einen aussuchen würde, der ein bisschen mein Level ist. Ich bin ja jetzt auch schon Level 6, 7, 8, so was diesen Blutrang betrifft. Also ist nicht die Figur. Und ja, wäre schön, wenn es ungefähr in so eine Richtung halt her finden würde. Und dass Leute, die erst frisch angefangen haben, nur mit Leuten zusammenkommen. Die frisch angefangen haben, also nur mit Level 1er und Level 1er. Ich glaube, denen würde das persönlich halt auch helfen. Weil die halt nicht so richtig erfahrene Spieler als Gegner hätten. Jawohl, das hat er gut gemacht.
Mist. Komm, bitte, rette mich. Bitte. Ja, das macht er auf jeden Fall gut gerade hier, aber. Aber er spielt auf jeden Fall ein bisschen offensiv. Zu offensiv an manchen Stellen. Aber das hat er auf jeden Fall gut gemacht. Muss da an der Stelle auch einfach mal ein Lob sein. Von meinem Partner hier. Danke. So, und jetzt müsste ich mal ganz fix schauen. Komme ich hier irgendwie mit ihm nach oben? Weil wir müssten uns irgendwie hier kümmern um den Bossfeind jetzt. Ich weiß nicht, ob er mir folgen wird. Hier ist eine Bärenfalle. Ich habe halt bei dem Gebäude hier leider noch nie einen Bossgegner drin gehabt. Das ist das Ding, weswegen ich das hier nicht weiß. Ja, auf jeden Fall haben wir auch noch so ein Brandding hier. Damit könnten wir den Schweinchen dann anzündeln. Ich würde bloß halt erstmal Gewissheit gerne haben wollen, was so andere Spieler betrifft, weil irgendwo wird es hier noch welche geben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher mit. Ja, ich würde dann jetzt einfach die Laterne nehmen. Ich hoffe einfach, dass jetzt kein Gegner hier kommt. Kein anderer echter Gegner. Und würde probieren, den Bossfeind anzuzündeln. Das wäre halt mein Plan. Okay, Kollege, folge mir bitte. Ich gehe rein, du wartest, okay? Ich glaube, das Schwein kommt von dort. Oh Mist, jetzt bin ich erschrocken von meinem Partner. Komm! Jawohl, es brennt. Zurück, 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 zurück. Nein, das brennt gar nicht so richtig. Okay, Laterne in die Hand nehmen. Jawohl, bitte Feuer mit drauf, Kollege. Am besten feuert er von außen drauf, das wäre perfekt. Und ich mache halt hier mehr oder weniger drin Einsatz. Jawohl, jetzt habe ich ihn ja erstmal ein bisschen mehr hängen gelockt. Gut. So, draufballern wieder. Sehr schön. Ja, so zum Schluss jetzt hier gerade arbeiten wir doch noch ganz gut als Team zusammen. Muss ich ja ganz klar mal so dazu sagen. Ja, das muss ich wirklich ganz klar so sagen. Aua, 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 aua. Verbrennung stoppen schnell. Das Ding ist, wir müssen halt auch aufpassen wegen anderen echten Gegnern. Oh nein, habe ich meinen Gegner, meinen Partner getroffen. So, nachladen einmal. Einmal die Falle hier hin. So, Achtung, Partner, bitte dort nicht reingehen. So, sehr gut. Pistole raus erstmal. Komm in die Falle rein. Komm, 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 komm. Ich würde es mega gerne mit dem jetzt zusammen schaffen hier.
Komm schon. Dort hinten ist Munition. Komm schon, ich brauche was. Sehr gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! So schnell habe ich den noch nie erlebt. Oh, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Meine Güte, Hilfe. Und ich dachte, ich habe die Laterne gerade eigentlich mitgenommen. So. Komm schon. Anzetteln jetzt. Komm schon. Jetzt feuern wir nochmal mit drauf. Jawohl, wir haben ihn gleich. Mach doch die Tür zu. Okay, gut, Kollege. Jawohl, wir haben ihn. Sehr geil, also zum Schluss haben wir es doch noch gut als Team geschafft. Okay, jetzt müssen wir den verbannen. Den Gegner hier verbannen. Und ich werde dann jetzt einfach mal etwas machen, so zur Sicherheit mal lieber. Und zwar, damit hier keine anderen reinkommen so schnell, lege ich mal vor die Türen Bärenfallen. Was war das? So. Ich glaube, mein Partner ist in einer reingetreten. Kann das sein? Wir müssten Heilung finden, auf jeden Fall mal. Ich glaube, es sind andere Gegner draußen. Also andere Spieler. Miss Will war hier eben die Leiter, wo man noch rein kann. Hier. Wir legen mal hier unten noch eine Bärenfalle. So. Nein, so war das nicht geplant. Hallo, ich will doch die Bärenfalle wieder öffnen. Ach, ich krieg gleich einen Anfall. Okay, wir machen es so. Mein Partner sitzt dort, ich sitze hier hinten in der Ecke. Moment, hier durchsuchen wir den nochmal. Und danach müssen wir noch eine Trophäe wegschaffen. Und ich würde sagen, wir schaffen die dann hier zu dem nächstgelegenen Ort. Wäre jetzt auf jeden Fall nice, wenn wir das schaffen würden. Wir müssen aber dann auf jeden Fall leise und schnell vorgehen. Naja, ich sag mal so, die anderen bekommen angezeigt, wo wir sind mit dem Blitz. Das ist auch noch ein Ding. Aber wäre cool, wenn wir das schaffen würden, auf jeden Fall. Weil ich bin gerade verdammt gut mit dem hier dabei. Obwohl er jetzt sogar noch, ja, Level 1 ist, ja. Aber ja, war auf jeden Fall ein bisschen zu offen. Ich hoffe, später dann bei der Wegreise hier ist er nicht so offensiv, was die Kämpfe betrifft. Ansonsten könnte das nämlich echt jetzt nach hinten losgehen. Das ist das Ding. So, Trophäe aufnehmen.
Folge mir. Erstmal geradeaus. Und dann nach rechts. Oh nein, 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 nein. Komm schon. Heilen, 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 heilen. Ich hab mir schon gedacht, dass wir Gegner sind. Wir müssen kämpfen. Ach nein. Ja, er rennt weiter. Das schafft er nicht. Er müsste jetzt gegen die kämpfen. Ja, leider war es klar, dass da welche gewartet haben. Wir hatten ja auch was gehört. Und er rennt leider in die falsche Richtung. Dort hinten ist so ein Ding zum Abhauen. Ich glaube, er weiß nicht, wo er hin soll. Er muss nämlich hier runter zu diesen Dingern, wo die Pfeile sind. Schau hinter dich. Nein, ist die Schattensichtverstärkung ist jetzt auch noch weg von ihm. Ah, hoffen wir mal, dass er es vielleicht noch schafft. Das Ding ist, alle Gegner bekommen angezeigt, wo er ist, mit so einem Blitz. Okay, das hat er gut gemacht. Ah, Mist. Ja, aber an manchen Stellen fehlt ihm auf jeden Fall noch so Erfahrung. Das fällt auf jeden Fall auf. Schade. Ah, das war jetzt verdammt schade. Es war eine gute Runde dafür, dass ich und er uns gar nicht abgesprochen haben und so. Ja, verdammt schade. Ja, ich glaube, wir hätten kämpfen sollen. Oder die Leiter hochklettern sollen auf das Dach vielleicht. Erstmal. Ja. Ja, das war natürlich jetzt schade, aber an sich war es eine schöne Runde, ja. Schade, dass es jetzt nicht geklappt hat, so. Und ja. Ja, was halt bloß so ein Ding ist. Randoms-mäßig werde ich das wahrscheinlich nicht mehr spielen, das Spiel. Wenn ich Level 11 bin, weil ab Level 11, habe ich nämlich rausgefunden, verschwinden dann erst die Figuren. Also, meine beste Figur, die jetzt das war, mit der ich schon mal Level abgeschlossen habe und so. Die wäre nämlich jetzt weg, wenn ich Level 11 wäre. Ja, was ich jetzt bin, du hast Level 11. Ab jetzt werden Jäger aus der Blutlinie entfernen sie während einer Mission sterben. Okay. Das heißt, mein Jäger hier wäre ich jetzt mit dem schon Level 11 gewesen, wäre er jetzt weg. Ja, das heißt, nächste Runde werden wir den nicht nochmal nehmen. Da werden wir eine andere Figur nehmen. Eine Stufe 1er. Da kann ich noch eher drauf verzichten. Als meinen besten. Okay, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Würde ich mich drüber freuen. Und ja. In dem Video habe ich ja jetzt so ein paar kleine Tipps gegeben, auch noch betrachtet, die bitte auch noch so als nette, ganz kleine Tipps mal noch so mit dazu. Und ja, wenn ihr das Spiel auf jeden Fall neu angefangen habt und dieses Video seht, probiert immer etwas leise vorzugehen. Und am besten mit einem Freund, mit dem ihr auch redet. Ja, ist persönlich meine Meinung so. Ich glaube, dann macht das Spiel auch nochmal ein bisschen mehr Spaß. Und zum anderen auch, ja, glaube ich, schafft man da auch ein bisschen besser was. Weil ich hatte halt gestern mal mit meinem Bruder zusammengespielt und da, ja, da hat es halt persönlich sehr gut harmoniert, das Team, ja.
Aber ja, hier mit einem Random weiß ich ja nicht, wie er so spielt, wie er so drauf ist und so weiter. Gut, Leute, das war's. Haut rein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, um das Projekt zu supporten. Und jetzt bald gibt es auch noch einen Livestream von dem Spiel hier, wo auch immer mal wieder einer mitmachen kann von euch. Aber mehr oder weniger werde ich das mit meinem Bruder da streamen. Schaltet da gerne ein. Das war's, Leute. Haut rein. Tschüssi.